Ich möchte mich heute mal nochmals ganz, ganz klar und entschieden gegen jedwede Spaltung aussprechen. Ich meine, es gibt sie, diese Machteliten, und was Besseres kann denen doch gar nicht passieren. Das Volk, die Menschheit sollte sich darüber im Klaren sein, dass es vollkommen unnötig ist. Es gibt ja nicht nur die Spaltung zwischen denen, die doch noch der Regierung und dem Mainstream mehr oder weniger vertrauen, und den Aufklärern, sondern eben auch mittlerweile innerhalb der Aufklärungsszene bei denjenigen, die einfach glauben, wir haben jetzt die Wahrheit, wir wissen es, die dann eben auch sehr, sehr darauf beharren und meinen, berechtigt zu sein, dass sie den Stein der Weisen jetzt im Moment eben gefunden haben. Ich würde da wirklich einfach sagen, geht mehr ins Loslassen und wendet euch ab von jedweder Spaltung, auch wenn ihr einfach nur mal anderer Meinung seid. Das muss nicht spalten. Ich lese mal was vor. Ach, das ist etwas über Jesus, das bringe ich ein andermal. Das war jetzt nicht das, was ich heute wollte. Habe ich auch selber noch gar nicht richtig gelesen, glaube aber, dass es teilenswert ist. Werde es auch mal anbringen. Ja, das ist jetzt ungünstig. Deswegen, ich mache dann doch erstmal weiter mit den News, bevor ich Bergamo-Autopsien. Das Hauptproblem war nicht das Coronavirus, das hatte ich gestern schon gebracht. Auf frischer Tat ertappt, psychologische Kriegsführung durch inszenierte Corona-Verhaftungen. Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik belegen, dass in der Schweiz während der angeblichen Corona-Pandemie zu keinem Zeitpunkt eine Übersterblichkeit vorlag und so weiter. Und nun werden Polizeibeamte offensichtlich auf frischer Tat beim Inszenieren von Verhaftungen ertappt. Das ist Schweiz. Dann lese ich einfach mal vor. Ich mache es jetzt mal ein bisschen durcheinander. Das macht ja nichts, wenn man mal hin und her springt. Ich bin ja jetzt hier nicht professionell und fokussiere mich auf einen Beitrag. Ich habe ja schon öfter jetzt einfach nur Verschiedenes gestreut. Trump hat gesagt, wenn ihr Freiheit wollt, seid stolz auf euer Land. Wenn ihr Demokratie wollt, dann bewahrt eure Unabhängigkeit. Und wenn ihr Frieden wollt, dann liebt eure Nation. Weise Regierungen stellen das Gute in ihrem eigenen Volk und in ihrem eigenen Land immer an die erste Stelle. Das heißt ja nicht, dass man egomanisch gegenüber den anderen sein muss, aber da ist ja was dran. Wohlgemerkt, wenn man an Deutschland denkt. Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, die Zukunft gehört den Patrioten. Die Zukunft gehört den souveränen und unabhängigen Nationen, die ihre Bürger beschützen, ihre Nachbarn respektieren und jene Unterschiede wertschätzen, die jedes Land besonders und einzigartig machen. Donald Trump. Wir sind Vielfalt bei aller Gemeinsamkeit, bei aller Verbundenheit, bei aller Zusammengehörigkeit. Dann etwas sehr Kritisches von Schweizern, ausschließlich von Schweizern. Für Schweizer. Ich bin auch gebeten worden, das nochmal mitzuteilen und zu streuen. Es geht dabei auch nicht, was ich ja schon einige Male erwähnte, um den Vatikan oder um das Gold aus unlauteren Quellen. Also, YouTube-Titel: Der Basler Tierkreis. Beim 1998 aufgeflogenen Basler Tierkreis handelt es sich um einen pädokriminellen Ring, unter anderem aus Akademikern, Anwälten, Ärzten und Geschäftsleuten. Sprich, aus den besseren Kreisen Basels. Und dazu gibt es noch ein anderes. Hashtag Basler Tierkreis, Hashtag Q, Hashtag Schweiz, Hashtag Regierung, Hashtag Schweiz, Hashtag Schweizer Bürger. Ich zeig's mal, vielleicht kann man es ja doch erkennen. Ich denke, das ist im Moment auch noch mal gut, einfach auch für die Bürger der Schweiz, sich zu vergegenwärtigen, was in ihrem Land auch los war und los ist. Einfach nur, damit Licht in dieses Dunkel kommt. Nicht, um da die Energie reinzuschießen.
nicht um dieses Land oder dieses Volk zu diskreditieren und mehr zu verurteilen als andere. Jedes Volk hat seine Sachen zu lösen. Überall kommen die Dinge ans Licht. Und das ist natürlich nicht typisch Schweiz. Das gibt es überall. Aber in der Schweiz war es offenbar auch sehr ausgeprägt und ist ja noch nicht, ich sag mal, ist ja noch nicht weg. Ja, es ist ja noch nicht komplett freigelöst und komplett aufgelöst. Also einfach, um da auch noch mehr Licht reinzubringen. So. Dann hatte ich... Ja, die wollte ich euch mal vorspielen hier. Auch Schweiz. Das Versprühen von Partikeln in die Atmosphäre. Ja, die Schweiz hat versucht, das Thema Geoengineering, also das Versprühen von Partikeln in die Atmosphäre, mal, dass das mal auf den Tisch kommt. Die Schweizer kennen sie. Das sind wirklich Versuche, die man hier macht, ohne überhaupt die Auswirkungen zu kennen. Das Thema ist zu wichtig und zu allenfalls auch problematisch, als dass wir da einfach wegschauen können. Was wir nicht als Regen oder Schnee identifizieren können hier im Westen, diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht und in etwa 5 bis 6 Kilometer Höhe. Gut, einfach nur mal, weil viele das ja auch immer noch anzweifeln oder glauben, das sei nicht weiter wichtig und schon gar nicht bewusst, um eben irgendetwas Negatives auch hier über die Menschen zu bringen. Ich sage es jetzt mal einfach so pauschal, unkonkret formuliert, denn es ist ja jedem bekannt, worüber wir reden. Jedem, der diese Kanäle nutzt. Dann haben wir hier noch Corona, Impfpflicht, Immunitätsausweis, Bill Gates, Jeff Bezos und Fremdbestimmung. Auch nochmal zum Thema Impfpflicht, Immunitätsausweis. Denn ich habe jetzt auch gehört, dass Leute, die in die Staaten fliegen wollen, beruflich in der Tat davon betroffen sind, sich testen lassen zu müssen. Gegebenenfalls mit Quarantäne rechnen müssen. Und wenn dann eben ein Impfstoff da ist, würde es die zuallererst treffen. Schweinegrippe 2009, Wolfgang Wodak und Christian Drosten. Wer hatte recht? Fragezeichen. Das ist auch ein Video im Moment im Netz nochmal zu dem Thema. Dann haben wir auf Insta, also Instagram-Post bei Robert F. Kennedy Jr. vom Mai 22, also vom 22. Mai, also May 22. Ja, 2020, ja, das ist nicht so wichtig, also morgens um 5.48 Uhr UTC, also ich zeig's mal, wer sich da auch nochmal informieren möchte oder das teilen möchte. Dann haben wir auch im Netz Corona-Krise in 40 Sekunden erklärt und gelöst von jemandem, der es wissen sollte. Und wir haben im Moment auch etwas im Netz, was ich im Hinblick auf Trump noch ganz erwähnenswert finde. Donald Trump zu Reporter. Sie sind eine schreckliche, unhöfliche Person. Da geht es um einen CNN-Reporter, der eben auch schon sehr viele Fake News verbreitet hat. Und das spricht er dann infolge des Angriffs auch gezielt an. Er spricht es ja öfter immer wieder an und aus. Und da sieht man, dass er sich aber auch tatsächlich schon entwickelt hat. Er reagiert ruhig und besonnen. Er schießt nicht zurück, er wird eben nicht entsprechend dem Vorwurf, den er an diesem Journalisten berechtigterweise richtet, schrecklich und unhöflich und ja, primitiv, wie auch immer. Also das zeigt ganz gut, dass er wirklich angegriffen wird, dass er dann auch aus der Ruhe heraus bestimmt reagiert, aber eben nicht genauso auf dem Niveau zurückagiert hat. Fand ich auch ganz interessant, weil das ja auch so ein Punkt war, den er vielleicht auch erst lernen musste. Ich habe da nicht so viel von gesehen, aber da war ja wohl wirklich auch einer seiner neuralgischen Punkte, die man antriggern konnte und wo er dann öfter auch mal praktisch sich auf das Niveau begeben hat und
an der Stelle dann eben natürlich auch leicht zu kritisieren und zu verunglimpfen war. Er ist kein Heiliger, ja, aber er ist mit Sicherheit